Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Ich bin aus dem Urlaub wieder zurück. Es wird wieder alles ganz normal kommen an Videos. Der Dropper sind nur 6 Parts, das geht jetzt halt zu Ende. Und Isaac wird weitergehen. Ihr habt vielleicht das bemerkt, dass ein Pokémon-Part fehlt. Der kommt auch noch, dazu sage ich dann was, wenn der Pokémon-Part da ist. Und jetzt sind wir erstmal bei Binding of Isaac. Das geht ganz normal weiter, das dauert noch ein bisschen, bis wir das durchgespielt haben. Und es hat sich einiges geändert. Ich war im Urlaub, ich hatte kein Internet. Und ich konnte nicht aufnehmen, weil die ganze Zeit viele Leute da waren und da kann ich nicht aufnehmen. So, ich war also völlig abgeschnitten von der Zivilisation, kein Internet und so. Und da musste ich Isaac spielen. Blieb mir nichts anderes übrig. Nein, also ja, doch vielleicht, aber... Ich habe halt ein bisschen Isaac gespielt. Ich habe ein paar Mal Mom getötet. Und das erste, was wir jetzt machen werden, ist, wir gucken uns die Endings an. Jetzt weiß ich nicht, ob wir Ending 2 schon hatten oder nicht, aber das ist mir egal, wir gucken Ending 2 einfach nochmal an. Ich bin leise. Da hat er sich aufgehängt. So, das werde ich immer überspringen. Das lasse ich dann beim letzten Ending durchlaufen. So, Ending 3. Wow. Und keine Angst, wir besiegen Mams Hart noch ein bisschen. Also, ihr habt nicht wirklich viel verpasst. Doch, ihr habt ein bisschen was verpasst, aber das seht ihr alles nochmal zur Genüge. Ending 4. Yeah. So. Nein. Nein. Da. Ending 5. Ja, da lasse ich jetzt mal die Credits durchlaufen, auch wenn das ein bisschen sehr laut ist, aber ist egal. Und ich erzähle dazu einfach noch ein bisschen. Also, ja, ich bin ein Mongo. Ich habe schon wieder vergessen, Skype beschäftigt zu stellen. Habe ich gerade bemerkt, aber ist egal. Also, ich zeige euch gleich noch, was wir alles freigespielt haben. Das ist ja auch aufgelistet. Dann, ich habe halt den letzten Charakter freigeschaltet. Ja. Und ich habe Mom mit allen Charakteren besiegt, außer mit diesem einen Charakter, Samson. Das versuchen wir jetzt zu schaffen. Die anderen Charaktere habe ich ja alle gezeigt, gespielt. Ich habe halt Moms Hart mit allen schon getötet. Und Challenges habe ich keine gemacht. Die will ich im Let's Play alle machen, schaffen, weil die kann man nicht mehr wiederholen, glaube ich. So, wir haben auch ein paar neue Bosse freigeschaltet. Seht ihr jetzt vielleicht hier im Abspann irgendwo. Das sehen wir alles gleich, wenn wir gucken. Da. Im Abspann laufen auch manchmal Bosse, die ich noch nie gesehen habe. Die vier Reiter, die kennt ihr. Satan und der Fallen. Satan kennt ihr noch nicht. Kenne ich auch nur vom Sehen, also ich habe gegen Satan noch nie gespielt. Und Isaac da. So. So, da haben wir Samson. Wir haben jetzt alle freigespielt. Mit Isaac, kennt ihr? Ja, kennt ihr auch. Kennt ihr, kennt ihr, kennt ihr. Und mit allen habe ich schon Moms Hart besiegt, außer mit ihm. So, dann zeige ich euch noch die Secrets.
Gucken wir einfach vorne. Magdalena freigeschaltet. Wisst ihr, Kane freigeschaltet. The Womp freigeschaltet, klar. Die vier apokalyptischen Reiter freigeschaltet. Cube of Meat freigeschaltet. Radioactive Spider, Spelunka, Yamhart, Lucky Food, Small Rock. Die dürft ihr alle noch kennen. Lil Chubby. You Unlock Something from the Future. Ja, das ist auch ein neuer Boss. Book of Sins. Mr. Mega. Mom's Pill Bottle. The Bean. Wir haben Eve freigeschaltet. Bei den Items, die Eve hat. The Forgotten Horseman. You Unlock the Forgotten Horseman. Das ist eine andere Version von einem bestimmten apokalyptischen Reiter. Parasit, Book of Revelations, Game Kit, Judas freigeschaltet, Book of Belial, Burn Penny, Left Hand, Robo Baby, A Bag of Pennies. Das dürftet ihr jetzt noch nicht kennen. Ab da, nee, Left Hand kennt ihr. Ab da ungefähr. A Robo Baby, A Bag of Pennies, A Noose, haben wir gerade eben gesehen. The Pinking Shears, Across the Nail, habt ihr auch gesehen, wo der Typ zum Dämon wird. Little Steven, Lokis Hörner. Wir haben Samson freigeschaltet. Wir haben etwas Niedliches freigeschaltet. Wir haben Little Chat freigeschaltet. Der ist echt lustig. Der Necromonicon freigeschaltet. Der Rasierer. A Quarter, habt ihr auch gerade gesehen. Fetus in a Jar, habt ihr auch gesehen. Dom, 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 dom. Wir haben ein Achievement gemacht. Ja. Das ist Basement Boy. Das schaltet man frei, wenn man in den ersten beiden Ebenen keinen Schaden nimmt. Das habe ich geschafft, das war nicht ganz so schwer. Und wir haben etwas Klebriges in den Tiefen freigeschaltet. Was das wohl sein wird. Genau. Challenges, nichts geändert. Large March haben wir geschafft. Wie immer. Bei Collection dürften einige Items dazugekommen sein, was aber völlig egal ist, weil... Ja. Wir spielen mit Samson eine Runde. Ich erkläre ihn euch, ich zeige ihn euch. Wir haben 7,5 Minuten schon vor Aufnahme und ich habe nur gelabert. Das ist Samson, er hat von Anfang an das Item, das heißt Blood... Bloody Lust? Müsste sein, ja. Es macht uns dieses coole Kopfband und es macht... Desto mehr Gegner wir in einem Raum töten, das war schon mal schlecht, desto höher wird unser Schaden. So, jetzt haben wir schon Bluttränen. Unser Schaden ist jetzt schon so hoch, da seht ihr es, dass wir Bluttränen haben. Das wird aber jeden Raum zurückgesetzt. Dafür fängt er nur mit einem Herzcontainer an, seht ihr vielleicht auch, und einem Silberherz. Ja, ich finde ihn ganz cool. Eye the Magician. Erreichen. Also ich finde ihn ganz gut halt. Juhu! Mom's Bra gefunden. Mom's Bra friert alle Gegner ein. Da ist ein blauer Stein, den würde ich gerne noch sprengen. Ja. Was man mit dem halt wirklich braucht, sind Lebensupgrades. Ansonsten Schaden macht er ja genug. Tiersab vielleicht noch ein bisschen. Ist halt ganz gut, dass man mit dem Charakter nicht wirklich ein Damage abbraucht. Was man sonst ja mit allen Charakteren unbedingt braucht. So, jetzt haben wir da zwei Striche. Ja, die Anzeige ist total verbuggt. Das ist echt schlimm. Also, die Anzeige ist teilweise total doof. Aber solange wir wissen, wie viel Schaden wir machen, solange wir es sehen. Komm her! Danke. Halbes Herz bringt uns nichts. So, dann gehen wir zum Boss. So. Ich kann ja schon mal sagen. Monstro, juhu! Da, so. Also. Moment mal. Da, Monstro, frier mal ein. Wir haben ein BH auf dem Kopf. Siehst du das? Tja, bist du direkt eingefroren. Ja, Mom's Bra friert alle Gegner ein.
Das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn man genug Schaden hat, dann friert man einfach alles ein und tötet's. So. Wir... Wenn wir mit... Ich weiß nicht genau, ob... Sehr gut. Ein HP ab. Ich weiß nicht genau, ob das schon passiert, wenn wir mit Samson jetzt Marms Hart besiegt haben. Auf jeden Fall schalten wir dann It Lives frei. Entweder wenn, nachdem wir einmal noch Marms Hart getötet haben oder zweimal. Bin ich mir nicht sicher. Das ist eine stärkere Form von Marms Hart. Und zwar spawnt sie statt Gegnern einfach mal Bosse. Da, jetzt müsste unser Schaden ganz schön groß sein, genau. Zack. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Übung, weil ich halt in den letzten Tagen sehr viel gespielt habe. Deswegen können sie jetzt ein bisschen besser laufen als sonst. Nice, ein Schlüssel. Das ist doch schon mal schick. Cupid Arrows. Das sieht ja mal komisch aus. Zwei Kopfbänder. Ja. Wir sind ein Indianer. Und unsere Tränen schießen jetzt durch Gegner. Zwar nicht durch Steine hier, da fallen sie immer noch ab, aber durch Gegner. Das ist ganz nett. Wenn mal ein Gegner kommen würde, könnte ich es euch auch zeigen. Aber die wollen gerade nicht. Die Gegner. So, und ich würde auch... Ah, da. Da seht ihr es. Man kann halt ab und zu mal mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Ist ganz gut, das Item. Au. Ey. Das war unnötig. Nervigen Köpfe. So, ich freue mich schon, wenn wir mal ein neues Item sehen, weil ich will die jetzt nicht gleich alle erklären, die neuen Items, sondern wenn wir sie finden. Was mir aufgefallen ist, dass in letzter Zeit sehr oft diese komischen Typen hier kommen. Also die apokalyptischen Reiter. Kann sein, dass sie einfach öfter kommen, wenn man öfters Mom getötet hat oder so. Weil das Spiel langsam immer schwerer wird. Weil die sind echt nicht so die coolsten. Also jetzt so vom... Au. Oh. Da, frier ein. Da hab ich so geplatzt. Cube of Meat. Oh nein. Krampus. Vielleicht hätte ich mir dafür den BH aufheben sollen. Weil der ist schon noch ein... Autsch! Schalten wir mal unseren Aimbot ein. Vielleicht treffen wir ihn ja da ein bisschen öfters. Momentan treffen wir ihn gerade gar nicht. Krampus hatte ich auch lange nicht mehr. Der droppt uns ja dann wenigstens noch ein Item. Ganz gutes. Au! Hör auf damit. Spuck weiter. Wenigstens im Vergleich zu Satan, der ja auch als Boss kommen kann. Autsch. Verfolgt er uns nicht. Satan rennt ja so hinter uns her. Aber das macht der nicht. Ist gut. Ah! Der Laser kommt immer so überraschend. Schlimm. Oh. Gott. Komm, du hast uns jetzt genug Schaden gemacht. Jetzt kannst du auch sterben.
Gott. Au! Ey, ich will jetzt aber nicht bei dir sterben. Verrecke! Danke. You got a gift from Krampus. Haben wir den das erste Mal jetzt besiegt? My X-Men Present. X-Mas Present. Ja, wir haben das Kohlestück bekommen. Habt ihr vielleicht mitgekriegt? Ja, das macht, desto länger unsere Schüsse fliegen, desto mehr Schaden machen sie. Und wo wir jetzt sowieso schon mal so viele Herzen verloren haben. Also unsere Silberherzen und so ganzen. Ja, nehmen wir das halt mit. Gucken wir da unten nochmal in den Auerraum. Ja, ein paar Fliegen. Spiel, häng dich nicht auf. Wow, ein halbes Herz. Das hätte ich eben gebraucht. Und wir erkunden die Ebene noch fertig. Und wir haben uns ein bisschen Wimperntusche dran gemacht. Oder Lidschatten, keine Ahnung. Ich bin Junge. Auf jeden Fall haben wir uns was ins Gesicht geschmiert. Ja, rennen wir da einmal drüber. Ha! Sogar was für gekriegt. So. Die benutze ich noch nicht. Ich sammle erst ein Herz ein. Wenn das jetzt Bad Trip ist und dann tötet mich das, dann raste ich aus. Tiersab, okay. Okay. Und das war's für diese Folge. Wir haben zwar sehr viel gelabert, aber schlussendlich immer noch 10 Minuten gespielt. Schon mal was. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ab jetzt kommen wieder regelmäßig Videos. Ganz normal. Jeden Tag Isaac. Und mal sehen, was noch so kommt. Lasst euch überraschen. Ciao.